Hallo, mein Name ist Peter Bühns, ich bin hier der Küchenchef. Ich bin zuständig für die Qualitätskontrolle, für die Planung und Ausführung der Aufträge für die Kindergärten wie auch für die Gemeinschaftsverpflegung der Firmen. Zum einen kaufe ich ein, sprich mache die Planung für die ganzen Gerichte. Zum anderen koche ich die natürlich auch alle. Ja, guten Morgen zusammen, ich bin Joel Bühns. Mitbegründer und Partner von Peter Bühns. Wir zusammen sind Nova Kaeli mit unserem Team im Rücken. Da wir uns ja momentan nicht gemeinsam treffen können, möchten wir euch auf diesem Weg ein paar Einblicke in unsere Arbeit gewähren. Also, ich nehme euch jetzt mal mit rein, natürlich mit Maske. Das haben wir aber vorher auch schon gemacht. Von daher macht das keinen großen Unterschied. Kommt mal mit. So, das wollte ich euch als erstes mal zeigen. Hier ist unser Whiteboard. Das ist so ein bisschen auch das Herz der Küche. Ohne unseren administrativen Teil können wir natürlich nicht arbeiten. Vieles geht hier um Organisation und Ablesen. Wir erfahren natürlich täglich Änderungen, entweder im Bereich der Essenszahlen, aber auch schon mal Sonderwünsche. Und wenn wir natürlich sowas hier nicht hätten, dann könnten wir das gar nicht abarbeiten. Das sieht jetzt im ersten Moment sehr trocken aus, aber wie ihr sehen könnt, manchmal gibt es auch sehr schöne Sachen. Das sind dann solche, wenn uns die Kinder nach einem erfolgreichen Tag oder nach einem Tag, der besonders lecker war, hier so ein Bild malen, dann weiß man wieder, wofür man es tut. Ich zeige euch direkt am Anfang mal eine unserer speziellen Ecken. Das ist eine häufig gestellte Frage von Eltern oder von den Kindergärten selber, wie wir das handhaben, wenn Kinder Allergien oder spezielle Essgewohnheiten haben. Wir versuchen natürlich so flexibel wie möglich zu sein. Alles im Rahmen. Wir können auch nur bis zu einem gewissen Grad Verantwortung übernehmen. Aber damit ihr das mal seht, wir haben meist in den Produktionsküchen, wo wir sind, immer eine Ecke, in der wir die speziellen Menüs abfüllen, damit es keine Kontamination gibt. Und damit das unterwegs auch nicht passiert oder dann im Kindergarten selber, haben wir hier so Versiegelungseinheiten. Die gibt es in groß und in klein. Hier mal eine kleine, sprich das Essen für speziell ausgewählte Essen wird in solche Dinge abgefüllt. Dann kommen die hier rein, dann macht man das so zu. Dann wird das kurz versiegelt, separat erwärmt, wird zwar mit den anderen Essen, aber auch nochmal separat verpackt geliefert. Aber so können die Kinder, die sich etwas speziell ernähren müssen, am Mittagessen teilnehmen und werden nicht ausgeschlossen. Das ist uns eine wichtige Sache. Ja, kommt mal mit. Ich zeige euch mal, wie der Peter das macht mit dem Erwärmen und dem Regenerieren von dem Essen und dann hinterher auch mit der Verpackung. Das wäre dann hier hinten. Alle Öfen laufen im Moment. Hallo. Hier kommen wir in den Part, wo wir regenerieren und verpacken. Wir sind gerade kurz vor Ablieferung. Deswegen packt der Peter schon mal ein. Das sind so Herzstücke. Ohne die würden wir natürlich nicht zurechtkommen. In anderen Küchen ist das noch größer, aber wie schon eingehend erwähnt, wir befinden uns hier momentan in unserer kleinen Dependance, wo wir normalerweise à la carte kochen. Deswegen ist das alles etwas kleiner als da, wo wir sonst kochen. Aber für die, die es interessiert, du kannst ja mal aufmachen, wie so ein Ding arbeitet. Da kommt eine Menge Dampf raus. Dann weiß man mal wieder, warum man in der Küche so schwitzt ab und zu. So, hier im Hintergrund, da seht ihr ein kleines Trockenlager. Sinn der ganzen Aktion ist ja heute, dass wir euch mal so in die Ecken der Küchen mitnehmen, damit ihr auch seht, dass wir hier auf höchstem Hygieneniveau arbeiten und den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Wir nehmen natürlich auch jeden Tag Proben unserer Essen, aber uns ist es wichtig, Transparenz zu zeigen. Deswegen nehmen wir euch heute auch mit in die Küche. Ich glaube, wir haben hier nichts zu verbergen. Im Moment ist es natürlich klein, aber fein. Das hat nichts mit der Großküche zu tun, in der wir sonst stehen. Aber auch hier, und das wird sich nachher bestätigen, wenn wir euch dann mal mit in die Kindergärten nehmen, arbeiten wir auf Top-Niveau und bereiten super leckere Menüs jeden Tag vor. Ja, jetzt nehme ich euch mit auf Tour. Wir wollen natürlich auch euch zeigen, wie die Logistik vonstatten geht und wie wir so
dann unsere kleinen Gäste begrüßen und die einzelnen Kindergärten abfahren. Und das machen wir jetzt mal zusammen. Und unterwegs erzähle ich euch vielleicht das eine oder andere über die Philosophie und über das Geschäft. Also fahren wir los. So, hier sind wir am St. Willibrod Kindergarten. Ich werde jetzt euch mal mit reinnehmen und zeigen, wie das da drin so aussieht. Können wir dann ausliefern und entladen. So, so sehen die meisten Küchen von innen aus. Wie gesagt, hier steht in der Regel immer so eine Infrastruktur. Das sind so Wärmebecken. Die sind dann schon mal eingesteckt und aufgewärmt. Wir machen es aber so, dass wir eigentlich die Sachen vom Vortag abholen und unsere frisch gebrachten Sachen hier aufstellen lassen. Die meistens in der Box, es sei denn, es ist was ganz Schweres dabei. Dann helfen wir natürlich den Kindergärtnerinnen oder Hauswirtschaftsdamen hier beim Einräumen. Aber damit auch alles schön heiß bleibt, lassen wir es hier meistens drin, weil wir wissen ja nicht, wann jeder Kindergarten essen möchte. Sind wir in unserem Lieblingskindergarten. Ich weiß auch nicht warum, aber hier werden wir immer besonders herzlich empfangen und es macht einfach Spaß, hier zu liefern. Heute gibt es Möhren untereinander. Da haben wir einen Schlag mehr drauf gemacht, wie wir vereinbart haben. Mal gucken, ob es diesmal reicht. Ja, wir sind Laura. Und wir sind Erzieherin hier im Kindergarten St. Stephanus in Hasselt. Seitdem Nora Kaeli bei uns ist, essen die Kinder viel besser. Sie freuen sich aufs Essen, probieren vieles. Das ist halt abwechslungsreich. Genau, die Eltern sind begeistert von dem vielfältigen Speiseplan. Ja, wir sind durch und durch zufrieden. Ja, die Jungs verbreiten auf jeden Fall immer gute Laune, wenn das Essen gebracht wird. Und ja. Ja, wie sind wir darauf gekommen, Kindergärten zu beliefern? Also eigentlich war es so, dass wir mehrfach darauf angesprochen wurden und das ursprünglich gar nicht vorhatten. Der ausschlaggebende Punkt war eigentlich der, dass Peter und ich beide Kinder im schulfähigen und Kindergartenalter selber haben. Und die kamen eines Tages zu uns. Die sind natürlich viel um uns herum und im Betrieb und haben gesagt, Peter, Papa, das könnt ihr doch eigentlich besser. Und dann haben wir uns angefangen, Gedanken darüber zu machen. Und ja, haben dann damit letztes Jahr begonnen und eigentlich sehr erfolgreich, sind uns unserer Verantwortung bewusst und machen das mit voller Leidenschaft und Inbrunst und haben gemerkt, dass es richtig Spaß macht, uns die Kinder zu verpflegen. Also das Besondere an uns ist mit Sicherheit, dass wir ein sehr junges und dynamisches Team sind. Uns zeichnet ganz klar aus, dass wir sehr flexibel an die Sache rangehen, sprich wir nehmen auch spezielle Bestellungen an für allergische Kinder oder mal Sonderwünsche. Sicherlich versprühen wir einen gewissen Esprit. Wir kommen ja beide aus der hochstehenden Gastronomie, sprich das spiegelt sich dann auch in den Gerichten und in der Vielfalt der Gerichte wieder. Was auch ein besonderer Punkt bei uns ist, ist sicherlich der Preis. Klar, man zahlt bei uns ein bisschen mehr, aber das ist ganz klar so gewollt, weil wir davon überzeugt sind, dass das der neue Weg ist. An Kindern sollte man ganz klar nicht sparen und wir wissen heute noch nicht, wie man für 50 Cent ein anständiges, gesundes und nachhaltiges Essen auf den Teller bringt. Deswegen kostet das bei uns im Wareneinsatz um 1 Euro herum und das zeigt sich auch ganz klar, dass die Kinder das ganz toll annehmen und wir hoffen, dass wir damit Eltern und natürlich auch weitere Kunden dazu gewinnen können. Ja, die Philosophie ist ganz klar, Liebe geht durch den Magen, das gilt für jeden. Also bei uns kriegt jedes Gericht eigentlich eine besondere Beachtung. Wir machen uns sehr viel Gedanken darüber, wo wir unsere Lebensmittel einkaufen. Wir sind, wie schon vorhin erwähnt, sehr transparent. Also bei uns kann man auch immer nachfragen, wo kommt euer Fleisch her, wo kommt euer Gemüse her. Wir arbeiten zum größten Teil mit regionalen Leuten zusammen. Natürlich haben wir auch einen Großlieferant, der aber dementsprechend dann für uns
die Produkte zusammensucht, natürlich auch schon mal aus dem weiteren Umland. Aber die Philosophie ist ganz klar die, dass das Essen soll für sich sprechen. Und natürlich auch der gewisse Service drumherum. Aber ganz klar im Vordergrund steht das Essen und die Feedbacks, die so von unseren kleinen Gästen kommen. Und die sind bisher sehr gut und sehr positiv. Ja, wie soll es weitergehen bei uns? Wir hoffen natürlich weiter, dass es positiv nach vorne geht. Sky's the limit. Wir versuchen natürlich irgendwo bescheiden zu bleiben und die Bälle flach zu halten und nicht den Fokus auf die Qualität zu verlieren. Wir sind aber überzeugt davon, dass wir mit dem Konzept, was wir im Moment fahren, auch weiterhin Neukunden akquirieren können. Wir glauben einfach, dass hinter Essen nicht nur eine gewisse Motivation steckt, also dass man sich schon eine gewisse Vorfreude, die wir erzeugen können, ist sicherlich wichtig. Essen motiviert, das kennen auch wir Erwachsenen, das geht Kindern nicht anders. Und das Zweite, was dahinter steht, ist ganz klar auch die Pädagogik. Essen erzieht, Essen bringt weiter und Essen ist was, was man auch in der Entwicklung nicht missachten sollte. Es ist ganz wichtig, dass schon Kinder dem Essen nahegebracht werden sollten und auch ganz klar wissen, was da auf dem Teller ist. Und dafür stehen wir. Wir haben ja so eine kleine eine Sonderdienstleistung eingebaut, dass wir einmal im Quartal in die jeweiligen Kindergärten kommen als Köche. Da kommen immer 2 bis 3 von uns vom Team. Wir machen dann da die Ausgabe und erklären ein bisschen was. Da gibt es dann einen Mottotag, den wir vorher ankündigen. Und die Kinder können dann mit uns gemeinsam das Essen genießen und ein paar Fragen stellen. Und zusätzlich zu dem bieten wir auch Exkursionen an. Also wenn wir dann mal wieder auf 100% sind, dürfen die Eltern sowie die Betreuer uns gemeinsam mit den Kindern in kleinen Gruppen auch in den Küchen besuchen. Und dann bieten wir da einen Kochkurs an, um auch wirklich zu beweisen, was wir hier so von uns lassen. Ja, wir würden uns freuen, wenn wir euch mit dem kurzen Beitrag begeistern konnten und mitnehmen konnten. Ich hoffe, alle Informationen sind hier enthalten. Falls nicht, wir stehen im Internet, die Telefonnummer und unsere Kontaktdaten habt ihr. Schreibt uns E-Mails, ruft uns an. Wir stehen gerne Rede und Antwort und freuen uns, euch und eure Kinder dann bald mit bei uns im Team begrüßen zu dürfen. Tschüss, Nova Kaeli.